Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus, hier auf meinem Kanal von PS Frankenstein. Ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben und ich erinnere mich, wir wollten uns etwas suchen zum Polstern, haben aber jetzt noch nichts Vernünftiges gefunden. Das heißt, ich schaue mich jetzt hier einfach nochmal um. Kann ich mir da hinten aus dem Bett ein Kissen oder sowas klauen? Bei unseren siamesischen Zwillingen. Ne, da gibt's nur Hotty und Motti. Ansonsten nichts, schade. Können wir den Topflappen andrehen? Möchtet ihr meine Topflappen haben? Nein. Nein. Da seid ihr euch ja sehr einig. Siamesische Zwillinge sind sich immer einig. Und sie benutzen niemals Topflappen. Das liegt in der Natur der Sache. In Siam isst man nämlich Sushi. Und Sushi isst man roh. Das erklärt die Topflappen, aber nicht die Einigkeit. Wir waren ja noch nicht fertig. Also? Sushi isst man roh. Und von rohem Fisch bekommt man Kommunismus. Das ist doch logisch. Falls euch gerade aufgefallen ist, ich habe gerade die Lautstärke noch hochgedreht. Ich habe vergessen, mein Mischpult wieder hochzudrehen. Nicht wundern, wenn der Anfang ein bisschen leise war. Jetzt müsste die Lautstärke eigentlich wieder passen. Ja, gut. Auch mir passiert mal sowas. Ja, gut. Rohen Sushi ist ja irgendwie klar. Aber noch nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte für... Dass ich wollte einfach den Kissen tauschen. Ich muss irgendwie schaffen. Kriege ich vom. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Das ist zu fest eingepackt. Zu fest eingepackt? Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Welche Kettensäge? Was? Das gibt's doch nicht. Das hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Das? Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Okay, ich musste irgendwie. Und los geht's. Kann ich eventuell dem Herrn Mantel was klauen? Nein. Da kommt der nächste Ausgang. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Die Topflappen wären bei ihm natürlich sehr angebracht. Leider komme ich nicht an. Da kommt der nächste Ausgang. Was kann ich zur Polsterung noch mitnehmen? Was mir einfallen würde, wenn die Sofakissen beim Prof mit drin. Die können wir ja nicht nehmen. Nein, das ist der Sessel vom Professor. Ja. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hello, Edna.
Und, wie geht die Forschung voran? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Oh, schade. Naja, ich schaue später noch mal vorbei. Ich schaue später noch mal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Hm. Was kann ich machen? Können wir mit dem Bienenmann reden? Können wir mit dem Barmann reden? Da ist eine Wäscheliste, Entschuldigung. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Hm. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Bring mich auch nicht weiter. Also, ich hab echt keinen Plan. Also, es gibt immer so kleine Sachen, wo man ein Stück weiterkommt, aber zum Großteil habe ich echt keinen Plan. Können wir mit dem nochmal reden? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Biggidi-Baggidi-Boo bitte. Steht nicht auf der Karte. Wie komme ich hier weiter? Wer rastet der Roastbeef? Sehr schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen an die andere Ebene rein, da uns irgendwas suchen. Und die Wäschsäcke kommen aus sehr, sehr verdächtig dafür vor. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr schön. Strom zählt. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Hm. Wie könnte das nur sein? Wir haben den Raum. Tolle Wasser haben. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Ja, schön. Ach, das bringt mir jetzt nichts weiter. Hm. Ich kann mit dem reden, da gibt's einen Tipp. Hallo, Prinzessin. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ach, das wissen wir bereits. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis.
Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Um nochmal auf deinen Plan zurückzukommen. Das habe ich schon alles. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Was passiert eigentlich, wenn wir sagen, ich brauche deine Hilfe nicht? Komme ich dann irgendwie Hallo, weiter? Hallo, Prinzessin. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Bringt mir auch nichts. Dann habe ich die Frage jetzt. Kriege ich das aufgebrochen? Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Sieh nur, Harvey. Ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. So, der Raum. Wäscheliftraum. Hallo, ist da die Wäscherei? Ronnys Waschsalon hier. Was willst du, Puppe? Ich hatte meinen goldenen Frack mit den Diamanteinschlüssen bei Ihnen abgegeben. Das wüsste Gaberkeule. Aufgelegt. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Sehr schön, das bringe ich trotzdem nicht weiter. Sehr schön, aber was bringt mir das? Ja, aber... Und los geht's! Da kommt der nächste Ausgang. Ich habe, glaube ich, fast eine Idee. Da kommt der nächste Ausgang. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ich gehe dann mal wieder.
Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ich muss echt irgendwie weiterkommen. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Plan, wie. Mir fällt gerade auf, dass wir den Herrn Mantel nachher nochmal wieder treffen in Harveys neue Augen. Treffen wir nicht alle, glaube ich, wieder. Aber. Ich habe echt keinen Plan. Wir brauchen eine weiche Unterlage zum Wanden. Ich kann später noch ausruhen. Ein Stück rausgeschnitten. Krieg ich aber. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Langsam habe ich echt keinen Plan mehr. Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Das funktioniert eh nicht. Den Teppich kann ich nicht nehmen. Einen Trockelbecher mit irgendwas beeindrucken, ein Cocktailglas. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein nützlicher Knickstrohhalm. Geschenk für dich. Es ist ein nützlicher Knickstrohhalm. Gib mir nicht mal eine Rückmeldung. Schade. Bevor ich zu Bett gehe, muss ich meinen Strohhalm in den Kleiderschrank hängen. Erinnere mich bitte daran, Harvey. Okay. Njam. Chips mit Ketchup. Nicht übel. Ich hab den Zehennagel noch hier. Ich werde mal die Öffnung vergrößern. Upsi. Na, das wäre ja fast in die Hose gegangen. Ich habe echt keine Idee mehr. Also ich bin gerade echt ratlos. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Okay, mit dem können wir auch nicht mehr reden. Mit dem Prof haben wir schon versucht zu reden. Und Droggelbechers Reden eigentlich eh sinnlos. Droggelbecher. Aber versuchen können wir es nochmal. Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Ist Droggelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Okay, das habe ich schon mal ausprobiert, wenn ich mich jetzt daran erinnere.
Die beiden können wir nicht stören. Ich will nicht gleich alles nehmen. Okay. Bienenmann haben wir geregelt. Das ist so 80er. Du willst klauen? Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Okay. Ja gut, ich mache jetzt nochmal eine Aufnahmepause und überleg mir was, wie ich hier rauskomme. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao!